Ui, da ist ja ganz schön was los wieder. Da ist ja ganz schön was wieder los hier bei Mettler. Halt die Wasser! Eure Ruhe! Halt es! Geschredderte Mülle, ey. Geschredderte Mülle, eine halbe Million Euro. Die wurde gerade zerlegt. So, der Mettler ist erstmal gut ausgepowert. So. So, dann geht's erstmal los. So, Herr Mettler. Da ist denn? Eine Party-Pop-CD jetzt verlegt. Und? Das ist der Teppich hier, den Scheiß-Dreck-Blünder. So, Herr Mettler, es sind ja bald die Festivals wieder in Gange. Da wollte ich mal fragen, wie sollte man auf dem Festival eigentlich dieses Jahr gehen? Erstmal musst du dir hier was zulegen, damit du überhaupt aussiehst wie so ein Mettler und wie so ein Lutscher. Wie so eine Bügeltresse. Ich habe ja heute gehört, dass Frauen jetzt auch im Metal dabei sind. Ich hab ja, die Mettler-Tussi-Kollegen. Naja, die haben alle schon Tattoos, haben Tunnelohrringe drinne und so. Da richtig einen fetten Teller. Das sieht richtig cool aus. Nasenpiercing, alles habe ich schon bei den Ladies gesehen heute im Metal-Bereich. Das müssen richtige Stollenteller sein. So eine fetten Dinger müssen das sein. Dass die Ohren abreißen. Und das dann halt. Und was wollt ihr mich noch fragen? Ich hab nicht ewig Zeit hier. Werden sie dieses Jahr auch wieder auf Metal-Konzerte gehen? Weißt du was? Ich sag dir dazu nur eins. Ich werd heute nicht alt. Das kannst du glauben. Was wäre ich vor 100 Jahren gewesen? Ein Lutscher in eine Kongschaft. So. Weiter. So, wollen sie Wacken dieses Jahr wieder besuchen? Wacken besuche ich erst, wenn es mir wieder gut geht. Wenn ich ausgeschlafen habe, dann gehe ich auf Wacken. Und da brauche ich auch ein vernünftiges Bier dazu. Sonst läuft das hier in den Scheißladen. Naja, Bertingen und so hat ja auch wieder Konzerte dieses Jahr. Da will ich auch hin. Zu meinen Kollegen. Zu meinen richtigen Rupper-Kollegen. Wo ich hier eben auf den Kacke haue. Da saufe ich mit die Bier bis zum Bierthema, bis ich umfalle. Und dann liege ich hier irgendwie in der Ecke. Und mach hier eh auf heile Welt. Kannst du hören? Und lutsch mir eher von Blut von der Seite an, der Dupper. Da am Rums, dann knall ich ihnen die Muskeln in die Fresse. Wenn ich nicht mal meine Ruhe hier kriege, die Scheiße. Meine Kacke hier. Ja, du bist ja schon gut ausgestattet hier. Du bist ja Trostmetter. Ich bin das beste Double, was man jemals haben konnte. Mich kann man nicht doch immer nachdubeln. Ich bin das echte Original und nichts anderes. Und kein Double oder keine Fotze. Naja, du bist der härteste Mettler auf der ganzen Welt. Also vor dir muss man Angst haben. Vor mir hat man doch Angst. Das kannst du glauben. Die lutsche ich aus dem Kran, lutsche ich die alle.
Na, wenn die erstmal die Ringe zu schmecken kriegen, dann sind sie auf jeden Fall satt. Dann werde ich meine Arbeit ablegen, meine Handschuhe ausziehen und dann glaub mal, und wenn die Lutschringe denn da sind und die kommen dann aus der Handschuhe vor, dann sieht das echt so aus. Dann glaub mal, dann ist nämlich nichts mehr zu lachen, dann kannst du glauben, dann können sie sich erst inseichen lassen, um irgendwas wieder richtig zu stellen auf der Reihe. Und die hau ich so lange in die Fresse rein, bis es baut. Bis die Blutfresse off ist. Das kannst du glauben. Dann zieh ich den nächsten Handschuh ab. Und da kommen ebenfalls nochmal so eine dicken, fetten Rumperklunkern raus. Und das ist nicht zu spaßen mit sowas. Die sollen sich alle vorsehen. Von wegen ich dünner Hering. Was soll man sagen? So dünner Klingeldraht kann mich nicht antun. Och, dünne Klingel, da hätte kein Funken schlagen! Kannst du glauben? Und da sieht man auch schon, du hast das Original-Wacken-Symbol um Hals. Das habe ich auch hier, das Original. Das Original zum Wacken. Dieser Büffelkopf. Und wenn mich einer anlutscht oder nur aneckt, dann glaub mal, dann baut's die Bombe! Verstanden! Und ich werde euch dann in den Balken, das kannst du glauben. Und seht euch vor, ich habe mit euch eine Abrechnung zu machen. Und die Abrechnung kommt noch. Und tschüss.